Der als Schraubenkönig bekannte Unternehmer Reinhold Wirth rät den Beschäftigten seines Unternehmens davon ab, der AfD ihre Stimme zu geben. In einem Brief an rund 25.000 Mitarbeitende schrieb der Vorsitzende des Stiftungsaufsichtsrats der Wirth-Gruppe: Ich appelliere an jede Bürgerin und jeden Bürger und auch an Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überlegen Sie, wem Sie bei den verschiedenen Wahlen Ihre Stimme geben. Wirth betonte in dem Schreiben explizit, dass er noch nie eine Wahlempfehlung gegeben habe, dies nun aber tue. Denn er sehe bei der AfD die Gefahr, dass die Partei mindestens eine Demokratur oder gar eine Diktatur einführen wolle. Ein Aufstieg der Rechtsextremen sei wiederum für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Gesellschaft gefährlich. Erst vergangene Woche hatte der 2026 scheidende Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Rabe im Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung ähnliche Töne angeschlagen. Mitarbeitende, die mit der AfD sympathisierten, sollten prüfen, ob sie zu Bertelsmann passten. Wenn die AfD nicht für Toleranz und Weltoffenheit steht, sondern für das Gegenteil, dann widerspricht das den Werten von Bertelsmann diametral, so Rabe weiter. Diese Mitarbeiter sollten sich prüfen, ob sie zu uns und unseren Werten passen. Wenn nicht, würde ich mir jedenfalls überlegen, ob Bertelsmann das richtige Unternehmen für mich ist, ergänzte er. Laut Rabe müsse man aber auch genauer analysieren, woher ein Phänomen wie die AfD komme. Ihr Sohn von Huren!